Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu F1 2021 zum Jeddah Street Circuit in Saudi-Arabien. Gehen wir rein in die neueste Strecke in diesem Spiel. Alle anderen gab es da vorher schon. War nicht unbedingt in den Formel 1 Games oder in der Formel 1 Saison dabei. Aber diese Strecke ist literally die neueste. Denn die wurde ja extra zur Saison 2021 erst gebaut. Der Kurs zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass er quasi mehr oder weniger eine Strecke hin ist, eine 180-Grad-Kurve und eine Strecke zurück ist und eine 180-Grad-Kurve. Und dazwischen gibt es halt ganz viel Geschlängel. Im Endeffekt ist es das. Sehr, sehr schneller Kurs, sehr uneinsichtiger Kurs. Nicht im Sinne von, dass er nichts lernen will, sondern im Sinne von, dass man echt sehr, sehr spät erst sieht, ob hinter der nächsten Kurve irgendwas ist. Was ziemlich gefährlich sein kann, meiner Meinung nach. Aber gut, bis jetzt ist noch nichts passiert, von daher wird schon passen. Wir gehen rein ins Training. Wir gehen rein ins Training beim Saudi Arabia Grand Prix. Oh yeah, oh yeah. Schön die Sponsoren hier nochmal fett ins Bild gepackt, ey, von Haas. So, Saudi Arabia, wir schauen uns das an. Also das ist die Strecke, unten ist die Ziellinie, von da aus geht's nach oben rechts. Ich habe mit den F&E-Leuten über die neuen Teile gesprochen und sie wurden erfolgreich in den Wagen eingebaut. Merci. Wenn wir Glück haben, kannst du die Verbesserungen spüren, also probier sie mal aus. Dann links, rechts, dann, jum, jum. Also es sind schon schnelle Kurven. Ich glaube, wir fahren mit ein bisschen mehr Flügel als normal. Oder? Oder mit weniger Flügel als normal. Machen wir höhere Spitzengeschwindigkeit. Ich glaube, das ist die richtige Wahl. Wir haben leider keine Möglichkeit gerade die Streckenakklimatisierung zu machen. Schade. Dann machen wir halt Benzinmanagement und fahren erstmal ein paar Runden. Benzinmanagementprogramm habe ich jetzt nur ausgewählt, damit wir halt irgendwas machen, während wir fahren. Aber in erster Linie fahren wir jetzt mal ein paar Runden, schauen uns die Strecke an. Die ich natürlich noch nicht so ganz gut im Kopf habe, weil wir die ersten paar Mal gefahren sind. Und weil es halt auch echt schwer ist, sich die zu merken, weil alles ungefähr gleich aussieht. Aber das ist ja auf vielen anderen Strecken auch so, von daher schauen wir mal. Okay, also bei dieser Moschee oder was das für ein Gebäude ist, muss man nicht so hart bremsen. Aber hier in der DHL-Kurve dann. Und das war auch schon eine Runde. Thank you.
Oh Mann, ey. Abgekürzt weiß ich ja nicht, aber gut. War auf jeden Fall auch nicht sauber, was wir da gemacht haben. Das reicht nämlich auch, so ein bisschen vom Gas gehen, leicht bremsen, das ist okay. So, Benzinmanagement war okay, Zeit auch, sehr schön. Das war eine akzeptable Runde, aber du schaffst definitiv mehr, wenn du daran arbeitest. Nicht gut gefahren die Runde bisher. Ja, okay. Wir können aber in den Lila-Bereich kommen, da bin ich mir sicher. Wenn ich nicht so schlecht fahre, können wir es schaffen. Sehr gut. Gute Arbeit. Wir haben in diesem Durchlauf einige exzellente Daten erhalten. Also komm zurück in die Garage und ich zeige dir die Zahlen. Haben wir es doch noch geschafft mit dem Violetten. Einfach nochmal gegen Ende vom Gas gegangen. Hat schon gereicht. Wir lagen ja gut in der Zeit. Die ersten Kurven sind aber echt schwer, die müssen wir noch ein paar Mal üben müssen, glaube ich. Etwa zwei Runden kommen wir mit dem. Üben jetzt natürlich wie immer nochmal die Boxeneinfahrt.
Treibstoff niedrig. Dir geht das Benzin aus. Du musst innerhalb von 2 Runden an die Box. Was war denn das jetzt gerade? Das hat ja irgendwie gar keinen Sinn ergeben. Ich hab gar nicht geguckt, wie schnell ich bin. Gut, das war okay. Goodie, dann Ren's Strategy. Würde ich auch mal auf Rot fahren. Geh mal rein. Wir benötigen ein paar solide Runden, um eine gute Rennstrategie berechnen zu können. Boah, Junge, ey. Heftig nervig. Hat uns auch gut die Runde versaut jetzt. Zu früh eingelenkt. Das ist natürlich gefährlich hier auf der Strecke. Denn du hast eine Auslaufzone von ungefähr 10 cm. Au. Zustand des Autos. Wegen der Reifen brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Alles okay. Und es ist doof, dass das DRS kein Geräusch macht, wenn man zu schnell ist. Wird einen manchmal. Okay, du warst in dieser Runde nicht gut genug. Versuch es noch einmal. Ja, das schiebe ich aber alles auf den Alpha, ne? Ganz ehrlich. Wie unnötig. Ich muss nur diese ersten Kurven hinkriegen, ne? Grün sogar, lol. Großartige Runde, du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Ich muss gucken, dass der nicht von selbst in dieser einen Kurve abbremst, in dieser Rechtskurve.
tolle Leistung bis hierhin. Wir bekommen großartige Daten. Okay, das Auto ist an dieser Stelle unfahrbar geworden, weil der Frontflügel beschädigt ist. Aber ich beende auch meine Trainingssession. Ich hoffe, das Training zählt auch jetzt als beendet, also dieses Programm. Das wäre ganz schön. Und dann würde ich sagen, passt das. Wir gehen rein in die Qualifikation, ehrlich gesagt. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick. Dritter Platz sogar am Ende, hinter den beiden Red Bull. Das ist okay. War unsere Runde also doch ganz gut. So, dann simulieren wir natürlich die anderen zwei Trainingssessions wieder. Ihr kennt das Spiel. Ja, machen wir erstmal die Trainingsprogramme fertig, die wir hier schon angefangen haben. Dein Ernst. So ein Mist. Oh, Junge, was? Als ob wir gerade zwei Trainingsprogramme mit 70% Chance verkackt haben. Wie ärgerlich, ey. Kann es halt nicht sein. Ja, dann kommt natürlich jetzt alles aufs letzte Trainingsprogramm an. Komm, let's go. Sehr gut. Let's go. Oh, 13 Minuten, ey. Aua. Thanks. Und dann gehen wir aber rein ins Qualifying-Tempo, dass wir da auch noch ein bisschen was schaffen. Probier's mal. Ja. Probier's mal. Schade. Wir haben es probiert. Qualifying Tempo 0 von 5, ey. Traurig, traurig, traurig. Ha. Aber gut, Qualifying Tempo müssen wir nicht üben. Machen wir jetzt gleich im Rennen einfach. Ewig, Digga. Von daher würde ich sagen, gehen wir rein, ne? In die Qualifikation. Hier in Saudi Arabia. Goodie. Let's go. So, Kinder. Let's go. Wir behalten diese Einstellung bei, weil ich glaube, dass wir damit ganz gut fahren, wortwörtlich gesehen. Und dann gehen wir raus. Let's go. Let's go. Let's go. Wir gehen direkt raus in die Qualifikation für Saudi-Arabien.
Okay. Vollgas in die Hotlap. Ich habe wieder die KI nicht runtergestellt. Schön. Ganz gut durchgekommen. Noch an dem Haas vorbeikommen, der hier vor uns fährt. Danke. Korrekt, dass er Platz gemacht hat. Vettel mit der schnellsten Runde. War aber auch der Erste, der draußen war. Wieso hat er jetzt abgebremst? Ich glaube, ich war zu nah an der Wand. Kann es sein? Vettel mit der schnellsten Runde. War aber, glaube ich, auch der Erste, der draußen war. Das war schön, die letzte Kurve sehr, sehr gut genommen. Wie viel Benzin haben wir noch? Nicht genug, um noch eine weitere zu fahren, auf jeden Fall. P2, hinter Vettel kommen wir rein. Bin ich mal gespannt, was der Red Bull, der hinter uns aus der Box gefahren ist, gleich schafft. Wahrscheinlich ein bisschen mehr, vermute ich mal. Ja, es war Max Verstappen und der ist schneller. Alles klar. Dann schnappen wir uns neue Reifen und gehen nochmal raus. Das geht auf jeden Fall auch für meine Verhältnisse noch schneller. Perez ist auch schneller als wir und Vettel. Ja, wir müssen da halt deutlich, deutlich stärker werden. Also Vettel müssen wir auf jeden Fall überholen noch. So, ich stelle mal das Benzin auf Mager. Vielleicht kriegen wir noch zwei Runden hin. Guck mal, wenn man das innen fährt, dann geht es viel besser. Okay. Müssen wir gleich mal probieren. Con auch schneller als wir. Das geht nicht. Freunde der Sonne, das geht so nicht. Kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ja, zwei Runden reicht nicht aus, ne? Ich könnte natürlich auch einfach wieder mehr Sprit mitnehmen. Das habe ich ja extra umgestellt. Schauen wir mal. Da geht mir das Heck weg. Let's go! Ja, die Tausendstel waren, da ich den Strom zu spät eingeschaltet habe und das DRS zu spät aktiviert habe. Aber guck mal, hier sind wir jetzt deutlich schneller durchgekommen. Oh, Junge! Trotzdem schneller als vorhin. Das zeigt natürlich, wie langsam die Runde war.
Wieso bremst der da immer ab? Das möchte ich nicht. Ich weiß, weil ich die Bremshilfe anhab. Schon logisch, irgendwie. Voll übertrieben. So, wir sind bei 3/10. Da waren wir vorhin schneller. Alter, verlieren wir hier Zeit. 1/10 am Ende schneller. Macht Platz 9. Ja, wir brauchen uns gleich versuchen, jetzt noch eine Runde zu fahren. Weil das Benzin das einfach nicht hergibt. P9 aktuell. Da geht noch mehr. Da geht noch deutlich mehr. Wir müssen gucken, dass wir diese Stellen, wo abgebremst wurde vom Auto, dass wir die noch irgendwie ausmerzen. Die ersten schnellen Kurven gehen deutlich schneller. Also da geht noch einiges. Da geht wirklich noch einiges. P9. Schneller als Ocon, aber langsamer als Vettel nach wie vor. Und das geht nicht. Auch wenn wir die KI vergessen haben runterzustellen. Aber das kann doch eigentlich nicht sein. Nur noch Benzin für eine Runde. Ja, nice. Aston Martin kann man jetzt mal ein bisschen Windschatten geben. Das wäre cool. Aber mich bitte nicht aufhalten. Das wäre auch cool. Das ist doch ein Schmarrn. Oh Junge, schleich doch hier nicht so durch, Mann. Ah! Was soll ich machen? Ich komme nicht an ihm vorbei vor der Kurve. Das kannst du vergessen. Oder? Doch, ich komme vorbei. Somehow. Sehr unsauber. Aber who cares? Ich kehr nicht. Ich hatte schon Kehrwoche. Mann, fahr doch weiter rechts. I'm so bad. Ganz, ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Diese ersten... Danke, Team. Danke. Echt korrekt von euch. Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. Ich hoffe, wir schaffen es jetzt noch innerhalb der Runde. Beziehungsweise innerhalb der Zeit. Gelbe Reifen ist natürlich wieder so ein Gamble. Wird wahrscheinlich nicht schneller sein. Vermutlich. Ja, das sollten wir schaffen. Ist das schon wieder dieser Aston Martin?
Das ist ein bisschen weiter weg. Das könnte vielleicht gut gehen. Okay, eine Runde haben wir noch auf gelben Reifen. Mal schauen, ob das vielleicht klappt. Fahrerisch war es ganz okay, war trotzdem 13 langsamer. Die Zeit ist um. Beende diese Runde. Danke, Jeff. Ich wollte sie eigentlich nicht beenden. Ich wollte jetzt gleich parken. Gut, dass du mich daran erinnert hast. Windschatten, 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 Windschatten. Windschatten, 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 danke. Es hat ordentlich Zeit gegeben. Aber es wird nicht für eine schnellste Runde reichen, ne? Nope. Zwei Zehntel langsamer. Das heißt, es wird bestenfalls Platz 9 am Ende. Das ist gar nicht mal so gut, ey. Nicht mal so gut. Das Qualifying ist beendet und 11. Noch unsere Top 3. Perez, und Max Verstappen. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Junge, und Robert Schwarzmann schafft sogar schneller als Verstappen zu sein, ey. Ein fantastisches Event. Ich krepel da hinten rum und schaff nicht mal die Alpine oder Gassi zu schlagen. Junge, ist das belastend, ey. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Ihr Teamkollege war heute besser. Lag das am Setup oder hatte es andere Gründe? Wie ich darüber denke, willst du wissen, wie toll dieser Tag war? It was magnificent. So, mein Teamkollege war schneller, wie schön. Ja, freut mich für ihn. Hey, er ist einfach besser gewesen. Fertig aus. Das hat nichts mit dem Aero-Paket zu tun, es hat nichts damit zu tun, dass das Auto mehr ausgehalten hat als bei mir. Das hat höchstens was damit zu tun. Ach komm, das ist alles so dumme Antworten, ey. Er war einfach heute schneller. Ich war schlecht. Nein, ich bin nicht zufrieden. Was hat in diesem Rennen bei Ihnen für Unzufriedenheit gesorgt? Es war kein Rennen, es lag aber nicht im Radstand. Es lag wahrscheinlich auch da nicht, auch da nicht, auch da nicht. Es lag daran, dass ich zu langsam war. Danke für den Kommentar. Meine Güte. Ist es so schwer zu begreifen. Richtige Markus-Lanz-Fragen, weißt du? Ich sag A und sie interpretiert da rein, oh, könnte es am Radstand gelegen haben. Wollen Sie damit sagen, mit der Bitte um kurze Antwort? Nein! Es lag einfach daran, dass ich schlecht war. Akzeptier doch meine Antwort. Oder frag nicht, wenn du sie nicht wissen willst, sondern selbst irgendwas spekulieren willst. Eieiei. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich erwartete natürlich eine bessere Session. Aber so etwas passiert wohl mal. Im Rennen kannst du es wieder gut. Ja. 13 Runden durch Jeddah. Ich sehe doch jetzt schon wieder, dass Max gleich aufs Klo geht. Ich sehe es doch jetzt schon wieder. Wie soll man mit so einem Team denn eigentlich Weltmeister werden? Könnt ihr mir das erklären? Wie soll man mit so... Tschüss. Mahlzeit. Bis nächste Folge. Ciao.